Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren, 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 mit dem Auto auf der Autobahn. Auto. Liebe Fahrschülerinnen, liebe Fahrschüler, wir müssen über was reden und das gilt auch für die lieben Autofahrer und Autofahrerinnen, weil es gibt eine Sache, die machen ganz viele falsch, die Autofahrer, die den Führerschein schon haben, ohne dass sie es merken, und die Fahrschüler, die kriegen es dann vom Prüfer gesagt. So, wir fahren mal los und biegen links ab, also die nächste links weiter. Ihr seht, wir biegen links ab. Natürlich erst, wenn es grün wird. Die Sonne. Und die Spannung läuft jetzt schon. Der Fahrlehrer hat jetzt schon einen Puls von ca. 200. Der Prüfer hat schon den Stift gezückt hinten an der Prüfung. Der normale Autofahrer steht ganz entspannt da und hört Radio und kriegt gar nichts mit. Hinter uns niemand, neben uns niemand. Die Spannung steigt im Fahrschulauto. Der normale Autofahrer ist immer noch total ruhig, weil ihm kann ja nichts passieren. Der Fahrlehrer, dem läuft der Schweiß runter, langsam. Der Prüfer sitzt immer auch ganz locker drin, weil ihm kann ja auch nichts passieren. Er muss ja dann nur den Stift zücken. Im Fahrlehrer kommt es vor, wie wenn es Stunden wären hier. Der Fahrschüler sitzt einfach da. Denkt wahrscheinlich auch nichts. So, und irgendwann wird es vielleicht mal grün oder auch nicht. Und wir stehen ganz allein da, immer noch. Ganz allein, kein Mensch ist da. Jetzt fahren die anderen. So, jetzt kommt ein Auto, stellt sie und los geht's. Los geht's. So, und jetzt fahren wir schön rüber. So. Und nichts ist passiert, habt ihr es mitgekriegt? Kein Mensch hat was gesagt. Niemand hat es mitgekriegt. Bei einem normalen Autofahrer wäre jetzt überhaupt nichts. Der fährt einfach weiter. Tja, und der Fahrschüler oder die Fahrschülerin ist jetzt durchgefallen. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum. So, seid ihr jetzt verwirrt durch dieses Linksabbiegen? Wir fahren jetzt nämlich die nächste wieder links. Wir haben zwei Fahrstreifen, neben uns steht jetzt ein Auto. Gleiche Situation wie gerade eben, aber jetzt sitzt der Fahrlehrer ziemlich entspannt da. Prüfer auch, Prüfer wird nichts denken. Es gibt jetzt nur eine Gefahr, die sein könnte, dass die mit von vorne mit uns grün kriegen. Dann muss die Fahrschülerin wissen, dass sie die rüberlassen muss. Ja, das weiß sie. So, und jetzt fährt sie einen schönen großen Bogen in den rechten Fahrstreifen. Jetzt sagt sie wieder, oh Gott, jetzt ist sie schon wieder durchgefallen. Nee, jetzt ist sie nicht durchgefallen, weil wir hatten nämlich nur einen Linksabbieger-Fahrstreifen. Wenn ihr einen Linksabbieger-Fahrstreifen habt, dann könnt ihr euch nämlich freie Fahrstreifen mal den Fahrstreifen aussuchen, weil ihr macht ja nicht auf der Kreuzung sozusagen einen Fahrstreifenwechsel, ohne zu gucken. So, auch hier haben wir zweistreifiges Abbiegen, genau das gleiche. Also das heißt, wenn ich jetzt rechts fahre, bin auf dem rechten Fahrstreifen, fahre im ersten Gang an, nicht im zweiten, dann kann ich hier eine schöne enge Kurve fahren und ich darf natürlich auf keinen Fall, jetzt machen wir mal diesen Fehler, das hier machen, seht ihr? Das war nämlich genau das, warum viele Leute in der Prüfung durchfallen. Viele Autofahrer machen das, ohne dass sie überhaupt merken, dass sie jetzt vom rechten in den linken Fahrstreifen gefahren sind. Weil wir müssen nämlich, was jetzt unsere Fahrschülerin macht, wenn wir einen Fahrstreifen machen, Wechsel machen, blinken, schauen und erst dann dürfen wir rüberfahren. Und das machen wir ja in dem Fall nicht. Wir fahren einfach rüber, machen einen Fahrstreifenwechsel ohne schauen, ohne alles. Und in der Prüfung ist es ein Durchfall. Und wir fahren jetzt auf das Licht zu, in das Licht hinein. Einstreifiges Abbiegen. Das heißt, wie in dieser Kreuzung haben wir einen Fahrstreifen nach rechts, einen Fahrstreifen nach links. Wir fahren rechts weiter. So, und beim einstreifigen Abbiegen ist es jetzt so,
es ist egal, wenn ich jetzt nach rechts abbiege, in welchen Fahrstreifen ich fahre, in den rechten oder den linken, weil niemand außer mir nach rechts abbiegt. Und das müsst ihr natürlich richtig schauen. Ihr seht auch, hier haben wir blauen Pfeil rechts, blauer Pfeil links, kann ich das also erkennen. Die Prüfer sagen hier oft in dieser Situation, wir fahren nach rechts und dann die nächste gleich wieder links. Rechts und dann die nächste gleich wieder links. Das ist die Aufforderung für den Fahrschüler. Er kann jetzt gleich in den linken Fahrstreifen fahren. Das heißt also, wir fahren hier ganz normal los, machen einen großen Bogen und fahren in den linken Fahrstreifen. Genau das, was beim zweispurigen Abbiegen total verboten ist. Und deshalb kommt es da immer wieder zu Verwechslungen und zu Durchfallungen. Also wir warten jetzt ab, bis grün wird, dann hoffen wir, dass der Fahrschüler gut losfährt. Aha, gut. Und jetzt einfach in den rechten fährt, ohne Hektik und ohne ruckartige Lenkbewegung oder sonst was. Und kann jetzt einfach hier schön im rechten weiterfahren. Jetzt kommt auch der Grund, warum wir gleich in den linken Fahrstreifen gefahren sind. Wir möchten nämlich jetzt die nächste dann links abbiegen. Das heißt, wir fahren hier links rein. Also nochmal, bitte dran denken. Beim zweistreifigen Abbiegen auf keinen Fall irgendwie den Fahrstreifen wechseln in der Kreuzung. Beim einstreifigen Abbiegen, wenn der Prüfer euch extra sozusagen den Wink mit dem Zaunpfahl gibt, dürft ihr das machen. Jetzt ist die Verwirrung ganz groß. Und jetzt zeige ich euch aber eigentlich einfach mal ein paar Tübinger Kreuzungen. Für die Tübinger Fahrschule natürlich ganz interessant. Und ich denke, ich habe fast alle erwischt, alle Kreuzungen, in denen dieses komische Abbiegen ist. Zweistreifige. Ja, die haben es alle richtig gemacht, der Dozent. So, merkt euch das gut, Kaufland. Hier habt ihr eine Stelle mit zweistreifigem Linksabbiegen. Ihr bleibt besser auf dem rechten Fahrstreifen und fahrt einen schönen großen Bogen nach rechts. Nach der blauen Brücke haben wir auch das zweistreifige Linksabbiegen. Das heißt also wieder wichtig, am besten im rechten Fahrstreifen bleiben und natürlich jetzt in der Kurve auch rechts bleiben. Ihr müsst dann auf der anderen Seite im rechten Fahrstreifen rauskommen, was einem nicht so schwer fällt, wenn Autos neben einem sind. Auch von Hageloch runter Richtung Tübingen haben wir zweispuriges Linksabbiegen. Seht ihr schon da vorne, wie die alle fleißig nach links abbiegen. Und der LKW-Fahrer hat sich natürlich jetzt hier ganz gut. Ja, ganz großer Bogen, der hat sich super eingeordnet zum Linksabbiegen und das ist natürlich gefährlich. Zweistreifiges Abbiegen am Österberg, ihr seht alle Richtungen links und wir machen es jetzt mal bewusst nicht falsch, das darf man ja, aber wir bleiben im linken Fahrstreifen. Das Problem ist eigentlich nicht wie die Situation jetzt, dass praktisch wir im linken Fahrstreifen sind und im rechten Fahrstreifen sind auch Autos. Da sollte das eigentlich nicht vorkommen, dass man dann Ausschusslein wechselt. Das Problem ist eher, wenn jetzt niemand da wäre, wenn wir ganz alleine hier an der Kreuzung sind und ihr fangt dann an, links abzubiegen und wollt dann direkt in den rechten Fahrstreifen fahren. Also was jetzt logisch ist, wenn ich jetzt im linken Fahrstreifen losfahre, muss ich natürlich einen engen Bogen fahren und muss im linken Fahrstreifen rauskommen. Genau so. Wir kommen jetzt an diese Kreuzung aus der anderen Richtung und auch hier haben wir wieder dieses zweispurige Abbiegen. Also wieder logischerweise im Fahrstreifen bleiben, schön außen bleiben und wieder schauen, dass man auf der anderen Seite auch auf der rechten Spur rauskommt. WHO kommt jetzt auch wieder so ein zweispuriges Abbiegen. Wir fahren die nächste links und ihr seht jetzt schon, wir haben zwei Linksabbiegerfahrstreifen und wir gehen wieder in die Mitte. Schon grün, perfekt. Also und jetzt schöner großer Bogen. Nicht rüberziehen, sondern schöner großer Bogen. Hier, schön rum.
Genau, ja, nicht den Fahrstreifen in der Kurve wechseln. Fast hätte ich eins vergessen. So, hier müssen die Fahrschüler selber sehen, wohin sie fahren. Und hier würde ich jetzt empfehlen, ganz nach links immer. Ist hier fast besser, also ganz nach links fahren. So, und hier haben wir nämlich jetzt die Situation, wir haben wieder zweispuriges Linksabbiegen. Und jetzt müssen wir natürlich hier ganz links bleiben. Und wir können gleich schön anfahren am Berg. So, ja, schöne enge Kurve. Genau, ganz wichtig, jetzt ganz enge Kurve. Sehr schön. Zweistreifiges Abbiegen haben wir auch hier. Und zwar ist es in Lustnau und ihr seht Richtung Bebenhausen. Und man sieht auch vorne schon über der Ampel oder rechts neben der Ampel das Schild, dass also beide Fahrstreifen nach rechts gehen. Ne, wir fahren nach links. Wir machen das einstreifige, das zweistreifige Abbiegen in Vollendung vor. Sondern wichtig, großer Bogen in eurem rechten Fahrstreifen bleiben. Okay. So, wir fahren die nächste links in die Stadt und hier haben wir jetzt zweistreifiges Abbiegen und wir gehen jetzt ganz nach links. Als Tübinger weiß man das, weil hier haben wir nämlich eine besondere Sache, ist aber nicht so schlimm, wenn man es nicht so weiß, weil da vorne haben wir den Saturn und den Rewe und die Fahrspur, die jetzt dann weitergeht, die teilt sich. Das heißt, die linke Fahrspur geht weiter Richtung Stadt und die rechte geht rein zum Rewe. Wenn man jetzt hier rüber schaut, als super vorausschauender Fahrer, dann kann man da drüben das Schild schon sehen. Wo steht geradeaus Zentrum und rechts zum Rewe. Aber das wäre natürlich jetzt mega, mega vorausschauend. Wir haben jetzt wieder das Problem gleich, dass rechts neben uns ein Auto steht oder kein Problem. Das heißt, wir müssen wieder einen schönen, engen Bogen darüber fahren. So, warten wir kurz ab, was hier jetzt alles passiert auf der Kreuzung, wenn wir endlich dran sind. Fußgänger kommt noch drüber gelatscht. Dann, oh je, die Stadt hat Feierabend, wie ihr seht. Schnell alle zurück, die sind wahrscheinlich schon spät dran, 16 Uhr, die müssen vorher noch einen Kaffee trinken und duschen und dann noch abstempeln. Ja, wie lange dauert das? Das ist echt Wahnsinn. Also schön los, schöner enger Bogen. Und jetzt seht ihr gleich, wie sich es auflöst. Also wir sind links Richtung Zentrum und die müssen jetzt rechts zum Saturn. Die müssen sich ein Handy kaufen oder einen Fernseher oder bei den Temperaturen ein Ventilator. So, zweistreifiges Abbiegen. Die fast letzte jetzt in Tübingen. Auch hier, seht ihr, vorgeschriebene Fahrtrichtung nur links, ganz logisch. Und wir haben hier das Vergnügen von einem sehr engen Abbiegen. Da gibt es da vorne immer interessante Annäherungen von Autos. Da habe ich auch in der Prüfung schon ganz schön geschluckt, wenn wir hier rumgefahren sind und die Fahrschüler da irgendwie komisch durchfahren. Also ihr müsst einen richtig schönen großen Bogen fahren. So, genau, schön rum. Wunderbar, so muss es sein. So, hallo liebe Fahrschülerinnen, lieber Fahrschüler hier. Wir fahren die nächste links und das passt zu dem Thema von dem Film jetzt. Weil wer auf den Vorwegweiser guckt, nächste links, hat große Vorteile. Und ich sage jetzt mal gar nichts und wir beobachten jetzt mal, was der Fahrschüler macht.
kann auch was dazu sagen. Was hast du nämlich gesehen auf dem Vorwegweiser? Das sind halt zwei Spuren. Genau, und was muss man jetzt beachten beim zweispurigen Abbiegen? Dass ich jetzt halt auf den äußersten gehen muss. Ja, das ist mein Mann. Seht ihr das? Genau so muss es sein. Das heißt, ich muss das erkennen, wenn ich drauf zufahre. Und es ist immer besser, auf dem rechten jetzt vom Fahrschüler zu bleiben. Ich habe ja oft die Frage, warum ist das besser? Weil hier kann ich einfach ein bisschen langsamer fahren. Und ihr seht, hier habe ich jetzt auch wieder das Wechseln gleich nach dem Abbiegen. Also der rechte ist für Fahrschüler, der einfachere Fahrstreifen ist aber nicht falsch, wenn ich links fahre, also kein Problem. Nur muss ich dann natürlich auf dem linken Fahrstreifen bleiben. Auto.